So Leute, willkommen zur Let's Play Star Wars Kotor Part. Keine Ahnung. Ja, wir sind hier bei den Mandalorianern auf Duxon und wollen nach Izitz, um Jedi zu finden. Ja, und was haben wir als Auftrag? Der Preis der Reise. Duxon, Mandalore hat ein Shuttle, das dich nach Izitz bringen könnte, aber er gibt es dir erst, wenn du dich als würdig erwiesen hast. Schlug vor, dass du dich im Lager umhörst. Vielleicht braucht er jemand deine Hilfe. Okay, ein paar Aufträge annehmen. Hier irgendwelche Rekruten. Pilot und Schütze eures Schiffes müssen sehr geschickt sein. Ihr habt in der Raumschlacht vor kurzem... Die Mandalorianer werden sich wieder erheben. Ihr seid also der Jedi, von dem das ganze Lager redet. Habt ihr vor, den Dschungel im Süden zu erkunden? Vielleicht. Was seid ihr? Ich bin Xarga. Ich mache unsere ungeschliffenen mandalorianischen Rekruten zu disziplinierten Kriegern. Ich habe einen meiner Krieger, Kumus, in den Dschungel geschickt. Er ist seit 3 Tagen weg. Ich will, dass ihr seine Leiche und sein Marschgepäck zurückbringt. Seid ihr sicher, dass er tot ist? Wenn Kumus nicht tot ist, wäre er längst wieder hier. Bringt seine Leiche einfach zurück, wenn ihr sie findet. Was wollt ihr mit der Leiche machen? Guter Ansatz. Ich will nicht seine Leiche, sondern seine Ausrüstung. Filz die Leiche und bringt die Sachen her. Wenn ich Kumus finde, bringe ich seine Ausrüstung mit. Gut, da habe ich schon mal einen Auftrag. Immer mehr Soldaten haben wir. Immer stärker werden wir. Das finde ich jetzt nicht gut. Ah ja, Zucker, dem kann ich auch helfen. Also gut, einen Schritt zurück bitte. Mal sehen, ob... Schön. Verflucht. Hier lässt sich aber auch wirklich gar nichts reparieren. Wo liegt das Problem? Dieser Dschungel greift alles an, was von Menschenhand gebaut wurde. Die Generatoren und das Computersystem wieder zum Laufen zu bringen, ist wirklich kein Kinderspiel. Computer kennt es. Ich habe Übung da drin, Computersysteme wiederherzustellen, falls Geld verbraucht. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Die paar Kabel und Geräte, die der Dschungel noch nicht zerstört hat, sind mindestens 10 Jahre alt. Das ist ja kein Jahr. Wo ist das Problem? Ich versuche, die Relaisschüssel zu aktivieren, aber ein paar Teile müssen repariert werden. Ohne das Relais sind wir vor Angriffen nicht sicher. Vor allem im Moment nicht. Das ist sowas nicht macht, selbst machen. Hat möglicherweise unerwünschte Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Die Sensoren unseres Shuttles können nicht den ganzen Mond abdecken. Dann wollen wir das mal reparieren. Die Relaisschüssel scheint völlig hinüber zu sein. Ich versuche seit Wochen, sie zu reparieren. Wenn ihr erlaubt, sehe ich es mir mal an. Wenn ihr euer Glück versuchen wollt, die kaputten Kabel liegen da drüben. Und das Wartungsgebäude ist gleich hinter mir. Da drin findet ihr den Telemetriecomputer. Ich weiß nur, dass wir einen neuen Pulsphasenkonverter für den Computer brauchen. Klasse. Wo finde ich einen Pulsphasenkonverter? Der ist schon in Raumhäfen selten. Ich glaube kaum, dass wir hier einen finden. Wir haben einen im alten Waffenlager gefunden, aber ein paar Kennocks haben ihn gefressen. Gefressen? Natürlich. Kennocks haben ihn gefressen. Das ist das Problem mit den Kennocks. Wenn man ihnen nicht zu nahe kommt, lassen sie einen in Frieden. Aber sobald man den Biestern den Rücken zukehrt, fressen sie alles auf, was ihnen in die Quere kommt. Warum merkt es ihr nicht? Diese Biester sind für uns Mandalorianer keine Herausforderung. Sie taugen nicht als Zeitvertreib, also ignorieren wir sie. Ah ja, natürlich, die brauchen das Ding, aber daher, dass die Kennocks zu schlecht sind, kämpfen sie mit denen. Und wie soll ich ihn wiederfinden? Ganz einfach. Weidet einfach jeden Kennock aus, den ihr seht. Ihr glaubt ja gar nicht, was man in diesen kleinen Biestern alles findet. Ja, das glaube ich nicht. Da bin ich mal gespannt, ich sehe ich mich mal um. Also schön. Kommt zurück, wenn ihr den Konverter gefunden habt. Dann werden wir sehen, ob wir die Systeme wieder zum Laufen bringen. Gut, noch ein. Seid ihr bereit, zu eurem Schiff zurückzukehren? Nicht jetzt. Ich gehe jetzt. Nicht. Ah ja, der bringt mich also hier aus dem Lager raus. Das ist wohl hier der Verkäufer. Ah, blöder Gabelstapler. Keks. Was wollt ihr denn? Grüßt ihr jeden so? Nein, nur euch. Ihr seid kein Mandalorianer. Ich weiß nicht, warum Mandalore euch frei herumlaufen lässt, aber ich traue euch. Das ist ja nett. Ich bin Kex, der neue Quartiermeister. Wenn die Mandalorianer etwas brauchen, kommen sie zu mir. Mandalore hat mich angewiesen, euch Zugriff auf unsere Vorräte zu gewähren, einschließlich einiger militärischer Extras. Das ist ja nett. Natürlich nicht kostenlos. Ihr könnt mit Credit zahlen oder eure Ausrüstung eintauschen. Mir ist das egal. Ich würde gerne mit euch handeln. Gucken, was es so hat. Robe eines Dunklen. Mhm. Oder auch irgendwas Gutes. Gamoranische Kriegsakt. Aha, aha. Langschwert. Ist besser als eine Vivo-Klinge.
Ich guck gleich mal nach. Weiß nur, was es sonst noch so hat. Aber auch irgendwie was Besonderes hat. Okay, mal gucken, was Langschwätze drauf hat. Die Axt. Schaden macht die auf jeden Fall mal mehr. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ist mir irgendwas gekauft. Vibroklinge. 1 bis 10. 2 bis 11. Die Langschwerter sind auf jeden Fall besser. Was habe ich denn jetzt gekauft? Das habe ich doch gekauft. Nein, ich habe Langschwert gekauft, okay. Nein! Ach komm! Hey, lol, also. Kaufen wir jetzt 2 von denen. Ich glaube, sie kommen auch ja, ich wollte eigentlich. Wie viel kostet die? Eine kann ich mir kaufen. Kaufliste zeigen. Das kann ich verkaufen. Reparaturkit. Brauche ich eigentlich keinen von. Wie viel ist wert? 11. Boah. Eldenskript, die Jacke ist nichts wert. Kleidung ist nichts wert. Kleidung. Und ja, weiter 4. Ist ja interessant, was wert ist. Das ist viel wert. Das verkaufe ich. Das brauche ich nicht. Ne, das habe ich mir gerade gekauft. Das ist halt Geld, brauche ich selber. Blasterpistole. Mandalorianischer Blaster. Ah, ich habe sowieso keinen, der mit Blaster kämpft. Schwerer Mann. Boah, der ist geil. Den verkaufe ich. Alles, was viel wert ist, wird verkauft. Das ist auch viel wert. Nix wert. Granaten brauche ich alle. Ah, ich hab viel Geld. Thermalschild. Mhm. Toll, Hitzeangriffen, das brauche ich jetzt nicht. Ja. Gerade war mein... Wie heißt mein... Platz voll, also meine Festplatte voll. Deswegen hat's... Unterbrechung gegeben. Aber jetzt geht's weiter. Ich habe direkt hier gespeichert. Vibro-Doppelklinge. Gucken, ob die besser als Badurs Machtlanze ist. Aber die hat hier dieses Betäuben, bla, aber ne, ich mach lieber Mad Damage. Die Pro Doppelklinge, die sieht geil aus, aber ich will nicht, dass alle mit Doppelklinge rumlaufen. Wieder irgendwie. Das ist Kampfsegel, die man der Rallen trennen ihre Kampfsegel auf diese Weise. Mehren sich ihren Ruhm und fallen an ihren Fähigkeiten. Das soll es mit dem Schwert treten und auch. Wer ist das? Ihr seid also... Was seid ihr? Wo kämpft ihr im Kampfsieg? Ja... Interessiert mich nicht. Ich mach mal den ersten. Was ist der Kampfsieg? Der Kampfsieg kämpft nicht. Ja, ich darf keine... So wie bei Nechani, keine Waffen, nichts. Keine Machtkräfte. Nicht aus dem Zirkel treten. Ist nicht schwierig. Ich mal fertig. Wer ist es? Darfrill, mit dem ich eben geredet. Gut, war einfach. Der Kampf zwischen dem Jedi und Darfrill ist vorbei. Der Jedi ist der eindeutige und ehrenhafte Sieger. Darfrill ist nur ein Rekrut. Es überrascht nicht, dass ihr gewonnen habt. Ja. Ein Herausforderer will gegen euch kämpfen. Angesichts eurer geringen Ehre reicht es aus, die Herausforderung anzunehmen. Lasst es mich wissen, wenn ihr wieder kämpfen wollt. Ha, hinter mir kämpfen die einfach weiter. Was sind das für... Ja. Die Zeit habe ich noch 2 Minuten. Ja, da gucke ich mich da vorne um. Dann nächsten Part geht's ja weiter. Ah, jetzt habe ich hier wieder keine Waffen. Wo ist die Sabrakiko-Klinge an? Klangschnitt. Ist ja nicht nett, man. Gut. Genau das habe ich gesucht. Zu erstellen und... Naja. Aufzurüsten. Langschwert.
die Vorklinge. Naja, abbrechen. Sie ist ein Upgraded. Dringend ein Upgraded. Oder war die nicht upgraded? Hier ist upgraded, aber... Klinge und Griff, das ist aber nur eine Energiezelle. Guck mal, die hier eine Frage. Was bringt das? Ah ja, das macht irgendwie plus 1 Energie. Okay. Kann ich hier was einbauen? Nee, hab ich. Hier habe ich noch nichts. Rüstungsbutton. Ah ja, das. Stärke, Konstitution, bla bla, das. Schließen. So, guck ich mal kurz den PC an. Kernel programmieren. Der Telemetrie-Computer war schwer beschädigt und du musstest einige Arbeit investieren, bis er wieder funktionierte. Aber Zucker braucht immer noch Hilfe mit den kaputten Treppen, okay? Du hast den ersten Herausforderer einen jungen Rekruten geschlagen, auch ohne Waffen und die Macht konnte er dich nicht besiegen. Du hast das Gefühl, dass die Mandalorianer langsam anfangen, dich zu respektieren. Es gibt noch mehr Mandalorianer, die du rausfallen kannst. Okay. Ja. Wie mach ich jetzt hier einen Schnitt? Aha, der hat das Leben verloren. Na egal, mach ich hier einen Schnitt. Und wir sehen uns im nächsten Kampf. Im Kampf gegen wahrscheinlich Travlor oder wie heißt der andere? Targen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bis dann. Oder rede ich auch mal hier mit dem. Was hast du mir zu sagen? Nichts. Wohl, da vorne könnte ich noch reingucken. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Gleich klingt der Wecker. Gut. Na, irgendwelches Zeug. Kann ich nur brauchen. Gut, dass es hier keine Inventory-Beschränkung gibt. Das nervt mich nämlich bei manchen Spielen. Besonders wenn es Inventory nur so mini ist. Hier mit dem Shuttle will ich dann wegfliegen. Okay. Ich sprint schnell davor und mache hier einen Schnitt. Bis zum nächsten Part.